Radio 1. Radio 1. Das schöne Parkfest. Du bist fast mein dienstältester Kollege, könnte man fast sagen. Ich bin der oder? Älteste. Ich bin, ja. Ich bin, niemand erinnert sich mehr an meine erste Sendung, außer ich. Ja. Robert. Und das ich Internet. Noch. Ja, Robert ja. Vielleicht. Also, er ist Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie. Schwieriges Wort. Insektenkunde im Dienst der Gerichtsmedizin umschreibt das. Und veröffentlicht regelmäßig Bücher, wirklich viele, zahlreiche wissenschaftliche Schriften. Du bist quasi Dauergast in den Medien und zwischen all dem hast du zum Glück noch Zeit gefunden, heute Abend hier mit mir rumzusitzen. Das finde ich herrlich. Herzlich willkommen. Dankeschön, ist mir eine große Freude. Ihr seid die Coolsten. Du bist die Coolsten. Nebenbei macht er auch so eine Fotolovestory über mich, deswegen werde ich hier dauernd von ihm fotografiert. Ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber nur um es mal aufzuklären. Bei der Ausstrahlung musst du dich nicht wundern. Ach, jetzt komm hier nicht so. Wir kennen uns ehrlich gesagt gar nicht. Erst seit einer Stunde und das ist dauernd so seither. Es sollte um Tätowierungen und Zombies gehen. Wir haben rumgeflaxt um tätowierte Zombies. Die gibt's aber nicht, oder? Sind ja, welche bekannt? Doch, es könnte tätowierte Zombies natürlich geben. Zombies entstehen dadurch, dass Menschen Leichenerscheinungen beobachten. Leichenerscheinungen ist ein komisches Wort, so ein Behördenwort, irgendwie ein Fachwort. Das bedeutet, dass eine Leiche sich verändert. Und das ist diese Veränderungen nennt man Erscheinungen. Und eine davon kann sein, die habe ich aber auch nur ganz selten gesehen, dass die Leiche wirklich vertrocknet. Also dann wird die so braun wie eine Mumie. Und die Augen bleiben aber erhalten. Normalerweise sind die Augen aber weg. Die verfaulen als erstes oder die werden rausgefressen von den Insekten. Mhm. Und ganz selten hat man aber mal den Fall, dass der Körper wirklich so bröckelig wird und die Augen noch drin sind und die Haare vor allen Dingen noch drin sind. Die Haare sind normalerweise auch ausziehbar und fallen raus und dann hat man halt einen Zombie und der kann natürlich auch tätowiert sein, wenn das vorher ein tätowierter Mensch war. Ach so, der müsste sich schon vorher entschieden haben. Zombies zu tätowieren wird wahrscheinlich schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Also die meistens zerfallen die Zombies. Ja, es gibt ja neuerdings im Kino auch blitzschnelle Zombies. Darüber müssen wir gleich ganz, ganz dringend reden. Mit denen will man vielleicht sich nicht anlegen, tätowierenderweise. Ne? Ja. World War Z ist ja genau das Thema. Das ist ja jetzt dieser aktuelle Film mit Brad Pitt. Und da treffen wir eine völlig neue Form von Zombies. Also alles, was wir bisher so gesehen haben, ist so tump. In der Gegend rum wanken und jetzt plötzlich sind die feilschnell und können Turbo springen, sind damit auch viel gefährlicher. Was glaubst du, ist das realistisch, diese getunten Zombies? Ja, also das Tuning ist auch ein interessantes Motiv. Also früher hat man ja hauptsächlich gedacht, dass das Leute sind, die vergiftet sind, die von ihrer Familie ausgeschlossen wurden, die irgendwie isoliert und traurig waren und dann eben halt zombifiziert durch die Gegend liefen. Dann gab es die Geschichte, die auch stimmt, dass man mit einem bestimmten Gift Leute begraben kann und dass man die später wieder aus der Erde holt. Dass so, solche Dinge, die gehen auch so als Trick oder als ein soziales Stigma. Es gibt, was auch funktioniert, man kann Menschen aus einer Gemeinschaft ausschließen, dann sterben die, wenn die wirklich dran glauben, dass man jetzt nicht mehr dazugehört in einem kleinen Dorf. Und das war alles dieses Verlangsamende, Sterbende, Zerfallende. Und jetzt neuerdings in der Postmoderne geht es natürlich ums Tuning und auch das individuelle und allgemeine Tuning. Und so gesehen könnte das auch passieren, dass das nicht nur als Motiv vorkommt, sondern wenn dann mal die große Seuche ausbricht, dass die Leute an Hyperaktivität sterben, anstatt an Fäulnis. Okay, du bist ja jetzt der totale Fachmann auf diesem Gebiet. Wie wahrscheinlich ist denn die Zombie-Apokalypse? Ja, ich denke, die Zombie-Apokalypse kann gut passieren. Wir haben es ja gesehen, da lachen jetzt zwar alle drüber an so Sachen wie Hühnergrippe und irgendwelchen Schweinepesten und so, aber die Viren verändern sich die ganze Zeit natürlich und passen sich an die Menschen an und es gibt immer mehr Menschen und das Risiko wird immer höher, dass es sich sehr, sehr schnell durch Flugreisen verbreiten kann. Zum Beispiel in Berlin-Brandenburg haben wir in den Hotels halt relativ viele Bettwanzen, wo man dachte, die gäbe es eigentlich schon überhaupt nicht mehr, sind aber auch wieder eingeschleppt worden. Neulich ist wieder jemand an der Pest gestorben. Also es ist schon so, dass viele Dinge wieder zurückkommen und durch die dichte Besiedlung und durch das viele Reisen sich dann eben auch schnell verbreiten können. Wenn also irgendeine zombieartige Erscheinung auftritt, kann sie sich heute besser denn je verbreiten. Mal so ein eher nicht wissenschaftlicher Tipp von dir als Zombie-Fachmann. Was wäre der Zufluchtsort deines Vertrauens im Falle der Zombie-Invasion? Ja, schwer zu sagen, wo man Zuflucht finden kann. Man könnte nach Brandenburg gehen, da werden die Zombies wohl nicht hingehen. Also, denke ich mal. Aber da sind die Bettwanzen. Ja, die sind auch in Berlin. Ich glaube, da muss man nicht fliehen, sondern man muss wieder, ich komme aus Köln, wie der Kölner sagt, das ist, wie es ist, so eine Tetner-Majotje-Jange. Also man muss der Sache einfach ins Auge sehen, wie bei allem im Leben und einfach mal sehen, was passiert und dann wird das schon passen. Okay, fühlen wir uns einigermaßen gewappnet für die eventuell anstehende Zombie-Invasion. Es hieß ja, du kommst und hast ausnahmsweise mal kein Gefiech dabei. Weit gefehlt. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat. Ja, jemand, der offensichtlich nicht so richtig vertraut ist mit deinen Reisegewohnheiten. Du bist gar nicht ohne diese Tupperkäfer hier. Genau, diese Tupperkäfer sind meine Fauchschaben. Also, und so herrlich klein. Wahrscheinlich Grompadurina portentosa heißen die wahrscheinlich. Wir wissen es nicht ganz genau. Und die sind begleiten mich. Nicht an mein Wasser. Nicht an dein Wasser. Mach mit der, was du willst, aber häng die nicht an.
mein Mineralwasser. Damit die, damit mir halt nicht so, damit ich so einsam bin nachts. Die machen nachts auch immer Stress. Wer oben sitzt bei den Schaben, der ist der coolste. Das Wie viele sind denn da drin? Drei. Ach, hier in dieser Klopapierrolle sind noch zwei. Ups, stimmt, doch, sind noch, doch, sind noch drei. Und da ist nachts ist das immer recht lustig, weil die dann zischen und drum kämpfen. Wer oben sitzt, nach wie bei Menschen. Wer oben sitzt, ist der coolste und dann. Ja, finde ich mal ganz nett. Radio 1, das schöne Parkfest.